Wie viel Geld verdient man als Basketballer in Deutschland? Ich hatte schon zwei YouTube-Videos zu, wo ihr es alle nochmal ausführlicher seht, aber ich gebe euch jetzt mal ein paar Key Facts. In Deutschland bekommt man als Profi meist eine Wohnung und ein Auto gestellt. Das heißt, man hat schon mal von den Fixkosten zwei richtig, richtig große Dinge weg. Dazu bekommt man immer ein sehr, sehr solides Gehalt, was meist netto abgerechnet wird. Das heißt, dass auch die ausländischen Spieler immer wissen, was am Ende übrig bleibt. In der ersten und zweiten Liga ist das immer mindestens vierstellig. Und von einem kleinen vierstelligen Betrag bis zum sehr hohen vierstelligen Betrag alles möglich. In den großen U-League-Vereinen natürlich auch fünfstellig, wenn nicht sogar sechsstellig. Alle Zahlen, die ihr im Basketball hört, sind meistens netto und nicht brutto. Und deshalb kann man da sehr gut von leben im Basketball in Deutschland, wenn es aber auch nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen Gehältern von Fußballern. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben. Es sei denn, ihr folgt mir auf TikTok und wir machen Basketball zusammen groß.